dieser Turner ein bisschen Pech, denn es hat ihm außer mit der Mannschaft nicht zu einem Einzeltitel gereicht. Ersatzmann der sowjetischen Riege in Indianapolis war Rustan Zharipov aus Charkow in der Ukraine. 20 Jahre. Ich selbst habe ihn noch nie turnen sehen. Sind wir mal gespannt. Doppelsaldo gestreckt und da ist er, naja, zumindest auf der Linie gewesen. Vielleicht zwischendurch noch schnell die Wertung für Jo-Ok Yul, den Südkoreaner am Boden. 9,60 bisher höchste Wertung. Mal schauen, ob Zharipov das am Boden übertreffen kann. Also schwierig war sie bis jetzt schon, das muss man sagen, obwohl ich gehe fast davon aus, dass er vorhin die Fläche verlassen hat. Das hat ihm ein Zehntel gekostet. Eine sehr interessante zweite Bahn hat er gemacht, das werden wir nachher sicherlich in der Zeitlupe sehen. Salto vorwärts, Salto vorwärts. Letzte Bahn, wenn Sie ein Signal gehört haben, das ertönt nach 50 Sekunden. 50 Sekunden mindestens, maximal 70 Sekunden darf die Übung sein. Also ich denke, die Wertung wird nicht höher sein als für Jo-Ok Yul. So im Rahmen dessen, was die anderen erhalten haben, so um die 9,5, oder? Also fast 9,6 würde ich sagen, so um den Dreh. Ah ja, das war schon ziemlich schwierig da. Es kommt darauf an, ob er jetzt nun die Fläche verlassen hat oder nicht. Hier die Abschlussbahn der Tsukahara gehockt, in den ganz sicheren Stand.